Ich möchte der Mann sein, der es ihr ermöglicht, das kleine Luder zu sein, das sie sowieso sein möchte. Und wenn du das auch möchtest, dann zeig ihr und steh dazu, dass du der Mann bist, bei dem sie das darf, bei dem sie all ihre Schutzschilder loslassen kann, all ihren Bullshit, all ihre Programmierung. Sie darf bei dir wirklich Frau sein. Und dazu musst du bereit sein, sie zu verlieren. Und wenn du das nächste Mal vor einer Frau stehst, dann mach einmal diese eine kleine Übung. Schau sie ganz tief und fest an und denk dir, ich will nur dein Bestes. Ich will nur dein Bestes. Und egal, was sie sagt, egal, was sie macht, ob sie sich umdreht, ob sie dir sagt, warum schaust du mich so an, oder wenn sie dir einen Korb gibt, egal, was es ist, denk immer wieder denselben Satz. Du musst 100%ig darauf vorbereitet sein, dass sie gehen kann, dass sie sich für jemand anderen entscheidet, dass sie sagt, kein Interesse, dass sie dich beleidigt und abhaut. Zeig ihr, dass du auf alle Meinungen der Welt radikal scheißt und dazu stehst, dass du auf sie stehst. Erzähl keine krassen Stories. Versuch nicht, ihr irgendwelche Befehle zu geben, um Dominanz zu zeigen. Nein, stell ihr Fragen. Fragen, die es ihr erlauben, sich vor dir menschlich, seelisch und körperlich fallen zu lassen, sich auszuziehen und dir anzuvertrauen. Und wenn du das denkst und das fühlst und ihr das ausstrahlst, indem du sie einfach nur anschaust und nicht mehr wegguckst, dann kannst du sie berühren, dann kannst du sie fragen, was sie werden wollte, als sie ein Kind war, dann kannst du sie an die Hand nehmen und in einen ruhigeren Ort bringen im Club, dann kannst du all diese Dinge tun, die technisch sind. Aber es wird um Unmengen leichter fallen. So kräftig ist es, wenn du durch diesen ganzen Bullshit, durch diese ganzen Spielereien, durch dieses Ganze, was ist, wenn er das macht, dann muss ich so antworten. Wenn er mir nicht mehr schreibt, muss ich so handeln. Ich muss mich jetzt auf anderen Männern konzentrieren, damit er merkt, oh, sie ist nicht so eine. All dieser Schwachsinn verschwindet in einem Augenblick, wenn du daran festhalten kannst. Und sie wird es dir vielleicht nicht leicht machen. Vielleicht wird sie dir einen kleinen Test geben. Vielleicht wird sie sagen, warum schaust du mich so an? Oder ja, denkst du, das funktioniert? Aber wenn sie das sagt, dann sei dir bewusst, dass sie gerade dieser Energie voll und ganz ausgesetzt ist. Und sie spürt, dass du wahre Intention hast. Sie spürt, dass du einer der wenigen Kerle bist, die ihr diese Sicherheit wirklich schenken kann.